ARD, Themenwoche Jung und Alt. Das deutsche Fernsehen, die ARD, hat ja diese Woche die sogenannte ARD-Woche Jung und Alt im Programm und auch ich möchte meinen kleinen, wenn natürlich auch nicht ernst gemeinten, Beitrag dazu geben. Vor 50 Jahren hatte unser Studienrat uns Schüler mal aufgefordert, ein Extrem für die Zukunft zu beschreiben. Sie wissen, vor 50 Jahren war man noch sehr konservativ. Internet, Handy, so etwas gab's noch nicht. Ich hatte damals einen Beitrag geschrieben und gezeichnet, eine sogenannte Virtuum-Maschine, so etwas wie eine Kaffeemühle, wo man oben die alten Frauen reinwarf, die dann nach ein paar Drehungen unten als junges Mädchen wieder rauskamen. Natürlich war das alles mehr als ein Comic, aber auch jetzt können Sie lachen, ich schließe nicht aus, dass in vielleicht 200 Jahren so etwas tatsächlich gibt. Sehen Sie, ich bin ja Wissenschaftler, Molekularbiologe und Genetiker, und ich habe oft an meinen Kindsbeitrag gedacht und Versuche gemacht, zum Beispiel vor 10 Jahren ein gescheiterter Versuch, ein künstliches Herz herzustellen. Wir hatten sogar in Südtirol an der Börse eine sogenannte Neumarktaktiengesellschaft ins Leben gerufen, die inzwischen pleite ist. Aus Kuhmägen, jawohl, aus Kuhmägen hatte ich künstliche Herzklappen gefertigt, aber die Pumpe selbst war einfach nicht hinzukriegen. Man hatte uns zwar Unfalltote zur Verfügung gestellt, aber an einem Unfalltoten ein künstliches Herz, welches sowieso nicht funktionierte, zum Schlagen zu bringen, unmöglich. Auf meinen Internet-Sites habe ich noch alte Fotos, die können Sie sich ja ansehen, aber nur, wenn Sie abgehörtet sind. Die Fotos sind nicht immer angenehm anzusehen. Aber ich sage Ihnen was, meine damalige Vision als Kind vor 50 Jahren, diese Kaffeemühle, wird irgendwann Wirklichkeit werden, nur anders. In aller Welt wird intensiv geforscht an menschlichen funktionalen Körperteilen und in spätestens 50 Jahren, wo es keine Krankheiten mehr geben wird, wird man in die Apotheke gehen und sich mal schnell ein neues Herz, eine Niere und sonstige menschlichen Körperteile kaufen und vielleicht sogar auch noch selber als KI einbauen können. Wie beim Auto, wenn's da mal einen neuen Motor und eine neue Lackierung und neue Bleche gibt, dann kann der Wagen noch wieder weitere 20 Jahre machen. Und so wird es auch beim Menschen werden. Ein Mensch kann genauso wie eine Schildkröte bis zu 350 Jahren alt werden, das ist eigentlich alles nur eine Sache der Wartung. Der Wartung, wie man die schlaffen Körperteile ausmustern und erneuern kann. Bereits in den 80er Jahren habe ich immer gepredigt, die jetzt Neugeborenen werden zwar nicht die übernächste Jahrtausendwende, die nächste Jahrtausendwende ist im Jahr 2000 bevor, aber in jedem Fall noch die übernächste Jahrhundertwende, also 2100, erleben. Und machen Sie das doch mal, die Jungen unter Ihnen. Holen Sie diesen Bericht in 100 Jahren nochmals aus der Schublade, in 100 Jahren, wenn Sie vielleicht mit ein paar Falten im Gesicht und einem Alter von 120 Jahren immer noch herumtollen wie ein junger Spund. Und wenn Sie dann Ihr Nachbar fragt, ob Sie nicht ein bisschen wegen Ihres Alters und der Pumpe vorsichtiger sein sollte, werden Sie sagen, nein, habe mir erst vorige Woche im Baumarkt ein neues Herz gekauft und das hält die nächsten 20 Jahre. Und dann will ich noch was sagen, so makaber das auch klingen mag. Ich kenne persönlich in den USA einen Wissenschaftler, der eine Studie geschrieben hat. Nun kann man über Studien sicherlich streiten, aber darin steht, dass derzeit auf der Welt die Selbstmordrate zurückgeht, was eigentlich nicht erklärbar ist. Woran liegt, oder woran soll's liegen? Die Menschheit ist überzeugt davon, dass wir in Zukunft, vielleicht erst in 50 Jahren, eine ganz heile Welt bekommen. Keine Krankheiten mehr und Hunger wird es auch nicht mehr geben, ein bisschen eine Welt voller Glückseligkeit, auch wenn man dann vielleicht heute noch nicht absehbare andere Probleme haben wird. Aber das wollen manche Leute, die zurzeit vielleicht keine Lust mehr haben, dennoch noch miterleben. Ob an der Studie was Wahres dran ist, darüber kann man sicherlich streiten. Aber glauben Sie mir, man kann sich heute noch nicht vorstellen, mit welchen großen Schritten sich in den nächsten 50 Jahren die Innovation und die Welt verändern will.
Denken Sie mal 100 Jahre zurück, da wäre auch niemand auf die Idee gekommen, dass als mal Handys, Internet und so weiter geben könnten. Und die Innovation in den letzten 100 Jahren ist langsam vorangegangen, die innovativen Schritte werden immer größer und immer schneller. Und noch was, was ich predige, denn zum Beispiel die Autoindustrie ist heute meines Erachtens schon sehr veraltet, Autos aus Blechen statt als Kunststoff und so weiter. Zur nächsten Jahrhundertwende, die ich selbst wahrscheinlich mit neuen Ersatzteilen im Körper noch miterleben werde, wird das mit den fahrbaren Untersätzen anders sein. Wenn einer mal schnell wohin fahren will, dann holt der sein Handy raus, drückt auf den Knopf und schon bildet sich ein etwa aufblasbares Auto aus neuen Materialien, mit dem er losfahren kann und es am Zielort dann vielleicht dort im Mülleimer wieder entsorgt. Wetten das? Doktor. Seltsam, Gensi.